Guten Morgen, es geht weiter. Ich sitze mit Nanas Papa, Nanas Bruder und Suren, guter Familienfreund, im Yandex, im Taxi und wir fahren jetzt zu Hakob Art. Es ist ein sehr neuer, guter Friseur in Yerevan, der ziemlich abgeht zurzeit. Seine Social Media ist auch ziemlich riesig. Und ja. Und no offense, hört sich jetzt weird an, aber er schneidet den Bart und die Haare so wie ein African. Also kann es nur gut sein. Also es scheint so. Es waren schon Stars bei ihm. So wie der Rapper Armin. Und ja, auf also Instagram sieht man einfach nur, was er so machen kann. Ja, ich habe leider nicht bei ihm direkt einen Termin, den habe ich erst später, kurz vor der Hochzeit. Jetzt habe ich es bei irgendeinem seiner Mitarbeiter. Aber schauen wir mal, ob der da ist und ob ich herumtun kann und mit ihm reden kann. Vielleicht nimmt er sich extra Zeit. Wie ihr merkt, ist unser Taxi eigentlich aus Russland. Ja. Also irgendwie da hat der Typ einfach einen Hardcore-Hustle. Wir haben ihn angerufen und er ist einfach mal kurz nach Armenien gefahren. Nein, Spaß. So, wir sind hier. Hakob Art. Also erstmal. So, wir gehen rein. Hallo. Hallo. So, die haben, weil sie international sind, haben die alles auf Dollar gemacht. $4,000 Hertha, $3,000 für kein Spaß. So, jetzt bin ich dran. Aber ich bin dennoch sehr, sehr zufrieden. So, hier ist es 1 Uhr, in Wien ist es 11. Und ja, jetzt geht der Tag weiter. Wurde dann noch, ich habe dann aufgehört zu filmen, ich wurde dann noch gewaschen und dann nochmal geföhnt und dann nochmal ein Touch-up. Ja. Aber ich bin happy. So, Nanas und ich. Hey! Hallo! Wir gehen jetzt ins Hotel und wir warten auf einen Yandex. Ich habe zwei. Sitze.
herbeigerufen, weil wir haben Städtekoffer. Und ja, wir waren halt in unserem Hotel. Und wieso haben wir einen Tag, wo wir namens Eltern geschlafen? Weil die Flüge wurden so oft verschoben. Und das Hotel wollten wir dann einfach nicht mehr verschieben. Ja, auf jeden Fall hin und her. Konnten es dann nicht mehr ändern. Und ja, macht nichts. Eine Nacht für Schwiegermama, Schwiegerpapa und der Nico. Und ab heute haben wir unser eigenes Hotelzimmer. Und Nanas verliert schon langsam ihre Nerven. Wir sind endlich angekommen. Ich werde euch später das Hotel von außen zeigen. So, in welchem Stock sind wir? 13. 13. Er klaut jetzt unsere Sachen. Er klaut fix unsere Sachen. Also, Schau, hier gibt es einen Secret Garden. Hier gibt es auch einen Hardrock-Café. Ja, ich habe auch gesehen. Ja. Ich wusste nicht mehr, dass es ein Fitness-Center ist. Wir sind fast im letzten Stock. Und es gibt auf -1 ein Fitness-Center. Das ist von 7.30 Uhr bis Mitternacht offen. Sonntags geschlossen. Sonntag. Super. Du musst eher die Richtung filmen. Hast du interessante Sachen dran? Okay, sag mir das. Muss man sich zweimal überlegen, ob man heiraten will. Teppich ist super. Trommelwirbel. Aha, da kannst du drücken für clean. Glocke. Okay. Schön. Ist groß. Riesig. Ist sehr groß. Hey. Ja, Kakashi wäre super glücklich hier. Oh, alle Kakashi. Ja. Alle Kakashi. Kakashi. Hey. Das ist vom Wohnzimmer aus die Aussicht. Bravo. Weißt du, was für eine Aussicht? Wow, ich werde nur Fernsehen schauen. Ich werde heute nichts machen. Weg der Duschschenker. Wir bleiben hier. Oh, Balkon. Super. Oh, Waage gibt's. Sehr gut, desinfiziert sehr gut. Super. Nice. So, genug Hotelzimmer gezeigt. Überall ein Fernsehen. Top, schauen wir mal, was mein Gewicht ist. Bin eh noch ziemlich nüchtern. So, schauen wir mal. Die ganze Zeit um die 90 herum. Perfekt, 90 Kilo genau. Aber ich habe gewandert und schon was getrunken. Natürlich, aber wir bestellen ja das Wasser. Also, ja, 4 Gurken hat Jesus, ein Monster Energy. Und so, jetzt. Und ein Kaffee. Und weiter geht's. Wir sind schon wieder im Taxi. Wir sind sehr müde, aber meine Prinzessin ist sicher müder als ich. Bin mir etwas ruhiger der Vormittag. Und jetzt, wohin gehen wir jetzt, Baby? Designerin, Schneiderin. Designerin, Schneiderin? Ja. Hat sie noch ein Kleid? Hat vergessen, heute noch hier mitzureden. Meine Mama hat noch ein paar Sachen. Ja, das lassen wir jetzt ändern. Und dann gehen wir kurz ins Hotel. Kurz chillen und dann muss die Dame eh wieder raus und während sie sich frisch macht und chillt, werde ich, glaube ich, eine Gym-Session wegballern. Und so, ne?
müde, ich werde jetzt gut schlafen. Müssen wir morgen früh aufstehen? Top. Wir haben viele Dinge zu tun, aber nicht zu tun. Endlich wieder zu Hause. Wir waren bei der Schneiderin, bei der Designerin. Das, was ihr von uns gesehen habt, sie hat das selber entworfen. Ich bin stolz auf dich, mein Schatz. Und ja, und jetzt gehen wir essen. Sie schaut gerade, wo es einen Platz frei gibt. Und ich relax hier. Und ja, habe vorhin das Gym abgecheckt. Holy moly. Holy. Ich habe noch nie so ein Hotel-Gym gesehen. Noch. Nie. Ich glaube, es sind sogar Trainer am Gym Floor. Ist crazy. Wahnsinn. Habe ich echt noch nie gesehen. Schon noch heftige, brutale Maschinen drinnen. Ich glaube, so ein Typ mit 60er Arme oder so. Egal. Auf jeden Fall richtig nice Gym. Richtig gut Gym. Richtig nice Gym. Cardio-Bereich extra, Free Weights und Multipresse, Smith Machine. Ihr wisst Bescheid, wenn ich gehe, wollte ich heute noch gehen, nehme ich sowieso mit. Aber ich weiß nicht, wie lange wir essen werden. Deshalb gehen wir vielleicht erst morgen in der Früh. Auf jeden Fall, Nanas checkt ab, wo wir essen gehen werden. Vegan Tavern. Yerevan. Ich habe noch immer nichts gegessen, das heißt, ich mache einen kurzen Formcheck. Und dann gibt es das erste Essen. Und dann werde ich schauen, wie spät es ist und wann wir bestellt haben. Und dann werde ich wissen, ob ich noch trainieren gehe. Schaut schlecht aus. Ist gleich hier um die Ecke. Also schauen meine Chancen gut aus. Ich esse, mache Cardio. Auf jeden Fall, ja, schauen wir mal, wie meine Form ist. Opa. So, checken wir die Form ab. Das Licht ist nicht so gut. Das Licht ist gar nicht gut. Ja, voll. Wasser, ich habe viel Wasser, obwohl ich nur 90 Kilo bin. Ich habe Gewicht verloren. Die Qualität ist nicht so gut. Ich habe nicht auf 4K geschaltet. So, jetzt sind wir auf 4K. Ja, ich bin flach. Habe noch nichts gegessen. 90 Kilo. Das Licht ist echt nicht gut. Das machen wir morgen in der Früh oder im Gym. Ja, auf jeden Fall heute was essen. Und Fett wegschwellen. Und ja, und da auf jeden Fall will ich noch Cardio reinkriegen. Und ja, worst case mache ich einfach ein Workout zu Hause auf jeden Fall. Jetzt gehen wir essen und ich bin so müde, ich sterbe. Und jetzt gehen wir essen. Da wären die Yerevan, da gab es einen Free Spot. So, wir gehen jetzt noch spazieren. Es gab keinen Platz, das heißt, wir werden circa in 15 Minuten angerufen. Das heißt, ich, Chris, Melly und Nanas gehen jetzt noch spazieren und bald werden wir angerufen und dann gibt es Essen. Was trinkst du da, Melli? Orange, Limette, Minze. Wer mag Hüfte? Du hast meine
Show gestohlen. Köfte? Flasche und Dose. Mojito. Wassermelone, Mojito. Es gibt auch Mango. Nein, ich will heute Wassermelone. Eine Baby Cola. Eine Baby Cola. Einfach nur das Babys. Für Babys. Cola. So, jetzt bald ist 12 Uhr. Wir sind spazieren gegangen. Jetzt holen wir uns noch was zum Trinken. Und dann gehen wir nach Hause. Oh nein, oh nein. Also, wie das kostet, George? Das ist locker. 4.500 Euro. Echt? Ja, das da. Was ist das für ein Allrad? Das ist nicht Allrad. Das ist Cognac. Remy Martin. Okay. Remy Martin. Okay. Nehmen wir. Nein, hör auf, das anzupassen. Trinken wir es hier auf der Bank. Er kommt schon. Nice. Ja. Hey, Aschot. Es liegt einfach da. Es liegt einfach da. Aschot. So, mein Schatz, und ich sind zu Hause. Ich schaue echt fertig aus. Wir wollen noch einkaufen. Und ja, haben noch Wasser gekauft, Wasser mit Zitronengeschmack. Cola Zero. Hast du 2021? Ich weiß nicht, was da unten stand beim Passwort. Auf jeden Fall. Ja, jetzt zeige ich euch noch die Aussicht. Und dann gehen wir schlafen. Kein Gym heute. Ich habe 10.000 Schritte angeblich nur gemacht. Das ist ziemlich wenig. Ich soll das mir ziemlich mehr vor. Aber ja, gut ist die Aussicht. Und dann geht es morgen weiter. Morgen haben wir tatsächlich nicht so viel zu tun. Wir müssen zu dem Priester fahren. Ja. Weil er wird uns dann erst sagen, wie wir dekorieren dürfen. Nachdem er uns gesehen hat. Ja. Anyways. Das mit uns, was wir dekorieren dürfen. Ja, wir gehen zum Priester und besprechen, wie wir die Kirche dekorieren können. Ich muss noch ein anderes Kleid bekommen. Ach, bei der Schneiderin oder heute was? Der haben wir mit sich da draußen abgedreht. Ah, ich zeige euch doch nicht mehr die Aussicht. Jetzt warte. Die haben einfach die Lichter dort ab. Ah. Es ist genau 1 Uhr. 1 Uhr, okay, 1 Uhr gehen diese schönen Lichter aus. Jetzt ist die Stadt dunkel. Anyways. Okay, übrigens, wir haben nämlich gestern 10.000, also gestern vor einer Stunde noch 10.800 Schritte. Und wir haben jetzt anscheinend in dieser einen Stunde nochmal 2000 Schritte gemacht. Okay, Nana, das hat 10.800 und jetzt hast du in dieser einen Stunde 1000 Schritte gemacht? 2000, also haben wir eigentlich 12.000. Okay, Nana, das hat um die 13.000, Nana. Um die 13.000, wahrscheinlich um die 10.000, 11.000. Anyways, morgen wird abgewogen in der Früh, noch gut gegessen haben wir. Ich habe Herz und Leber gegessen. Superfood ist das. Und dann habe ich noch das restliche Kebab von Nanas gegessen, Lammkebab. Und dann generell viel leckere Sachen, viel Grünzeug, ganz viel Bitterstoffe waren da drinnen. Und ja, und jetzt gehen wir schlafen. Und morgen in der Früh gehen wir wahrscheinlich trainieren und ins Gym. Dann starten. Wir gehen trainieren und ins Gym. Wir gehen trainieren und ins Gym und ich bin schon so müde. Und ich wünsche euch nur das Beste. Ich wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, einen super produktiven Mittag oder eine ruhige, friedliche, gute Nacht. Und ich werde dieses Video jetzt zusammenschneiden müssen. Falls du noch nicht abonniert hast, abonniert meinen Channel. Help our brother out.